ist die aktuelle Königin der rhythmischen Sportgymnastik. 3 Gold- und eine Silbermedaille konnte Evgenia Kanaeva bei der WM 2010 in Moskau erringen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin froh, dass mein Trainer mich immer so unterstützt und ermutigt hat. Ich möchte meinem Freund danken und jedem, der mit mir arbeitet. Ohne sie hätte ich keine Medaillen. Was die Konkurrenz macht, interessiert Evgenia wenig. Ich verfolge die Auftritte meiner Rivalinnen gar nicht. Ich bin selbst mein größter Gegner. Ich versuche immer, für das Publikum aufzutreten. Auch die Jury ist Teil davon. Wenn du etwas mit Gefühl und positiven Ausdruck machst, mag es jeder. Vor allem, wenn es gut läuft, bin ich nur für die Zuschauer da. Die aussichtsreichsten Rivalinnen Kanaevas kommen momentan aus dem eigenen Land. Denn viele der 14 Medaillen, die Russland bei der WM erringen konnte, gehen auf das Konto anderer Gymnastikhoffnungen wie Daria Dmitrieva und Daria Kandakova. In der Sportgymnastik ist, anders etwa beim Turnen oder im Eiskunstlauf, die russische Welt noch in Ordnung. Selbst die besten Athletinnen anderer Staaten haben oft russische Wurzeln. Keine Mannschaft konnte bei der Gesamtleistung mit der russischen mithalten. Es ist sehr hart, mit dem russischen Team konkurrieren zu müssen. So haben die jungen Frauen die Erwartungen ihrer Landsleute in Moskau voll erfüllt. Die Vorzeichen stehen also gut für 2012, wenn in London die nächste Weltmeisterschaft in diesem gefühlvollen Sport ansteht. Hands play drums.